Bunny Bunny ist hier wieder zurück im guten alten Clicker-Miner-Simulator. Und wir haben ja in der letzten Folge uns hier diese OP-Schaufel geholt für 200 Robux. Dann haben wir hier noch so einen OP-Helm, so einen Gürtel und diese OP-Schuhe. Und ihr wisst, was in diesem Simulator zu tun ist. Und zwar pro Klick werden wir stärker und machen mehr Schaden. Das war es aber nicht gewesen. Und zwar pro Klick bauen wir auch, also wenn wir natürlich genug Schaden machen, das sind jetzt hier einfache Blöcke, weil es Nummer 1, also quasi Babyblöcke sind, bauen wir hier die Blöcke ab und wir werden natürlich wie immer probieren, heute in die letzte Welt zu kommen. Das wird auf jeden Fall das Ziel sein. Wir waren ja letztens in der zweiten Welt und hier haben wir uns das Portal freigeschaltet. Nämlich, wir sind gerade in der Juwelenmine und mein Ziel ist das ja, in die letzte Mine zu kommen, und zwar die Sakura-Mine. Aber vorher müssen wir erstmal durch die giftige Mine. Die sieht auf jeden Fall ziemlich gruselig aus. Das wird heute der Plan sein. Und wir gehen jetzt erstmal hier durch das Portal durch. Nämlich, dann sind wir schon mal am richtigen Standpunkt. Und ihr seht auch, wir haben 1,47T Münzen. Und zwar, wenn wir nämlich hier das Ganze abbauen, bekommen wir auch Münzen. Und von diesen Münzen können wir uns zum Beispiel richtig coole Haustiere holen. Und ich will heute ein mythisches Haustier bekommen. Aber was wir heute auch machen, Freunde, ihr kennt mich und ihr feiert's auch. Mein Ziel wird sein, den Superdrachen zu bekommen. Dieser Superdrache soll wohl 300 Euro wert sein. Ich habe noch nie einen Spieler damit gesehen. Es ist das stärkste Haustier, was man hier bekommen kann. Es ist ein Huge Pet, Leute. Und es ist wirklich geisteskrank. Und man kann es nur durch Spins bekommen. Und ich werde jetzt wie immer 799 Spins, also 10 Spins kaufen für 799 Robux. Ich würde mal sagen, im Laufe der Folge drehen wir ab und zu mal. Ich würde mal sagen, wir fangen jetzt erstmal mit zwei... dachte gerade. Wir fangen erstmal mit zwei Drehs an. Da kriegen wir auch direkt noch ein bisschen Belohnung hier oben drauf. Das ist ganz gut. Ey, wenn wir jetzt das Pätzchen drehen durch. Ey, überlegt mal. Wir haben ja, wir können ja insgesamt 6 oder 7 Pets mitnehmen. So, jetzt haben wir hier nochmal Belohnung bekommen. Ich guck mal kurz rein. Boah, das muss ich alles. Guck mal hier, das können wir alles benutzen. Multi benutzt. Kann ich hier alles hier benutzen? Ich will alles benutzen. Ich will alles benutzen. Wir haben jetzt alle Boosts benutzt. Alle Boosts sind am Laufen. Ich benutze mehr. Ich benutze mehr, Leute. Wir können die ruhig alle upgraden. Ey, ist gerade ein Event hier am Laufen. Ah, das ist ein Mal-2-Event am Laufen. Ihr seht, hier laufen jetzt meine Boosts, was natürlich sehr gut ist. Und jetzt machen wir die Pets auf und ich hoffe, dass wir seltene... Monkey Paw? Was ist das denn? Wie cool sieht denn das Pet aus? Das ist selten. Das haben wir übrigens uns auch letztes Mal für Robux gekauft. Das macht mal 48. Und jetzt haben wir die Monkey Paw bekommen. Und das war es auch schon gewesen. Boah, guck mal, wie cool der aussieht. Leute, was ist das denn? Voll krass. Und dann haben wir hier noch den goldenen Betty. Das ist ja unser Robux-Pet, was natürlich extrem overpowered ist. Ich werde heute probieren, die Haustiere... Betty? Betty! Ich werde heute probieren, die Haustiere auf die... Warte mal. Was? Ich werde die Haustiere auf maximale Stufe machen. Wir haben eine... epische mal 18 Ameise. Oh mein Gott, guck mal, wie krank die aussieht, bitte, diese Ameise. Ich frage mich, was dieses Mythische da ist. Ey, wir kriegen, wenn wir 150 Eier aufmachen, bekommen wir ein legendäres Mitleid. Also ich denke mal Mitglied oder so soll das heißen. Vielleicht ist es einfach falsch übersetzt, weil diese ganzen Roblox-Simulatoren sind ja immer auf einfach so mit Google-Übersetzer übersetzt oder so. So, wir müssen mal kurz gucken. Das ist nämlich ganz gut, wenn wir jetzt nämlich Betty gleich upgraden. Nein! Oh nein, der ist fast so gut. Den muss ich verbessern. Den muss ich maximal Level machen. Maximal. Nein, ich brauche mehr Snacks, Leute. Ich brauche mehr Snacks. Wo kriege ich die Snacks denn her? Wartet mal, wartet mal. Ich glaube... Ah, wenn ich die freilasse, kriege ich Snacks, Leute. Warte mal, freilassen, freilassen. Ich muss die alle freilassen hier. Die brauchen wir nämlich nicht mehr. Ich muss die freilassen und dann kriegen wir Snacks. 6500 Snacks. Ich muss den upgraden, verbessern. Ja. Freigelassen. Nein, ich habe ihn freigelassen. Okay. Okay, Leute. Es reicht. Jetzt, Glücksrad, Glücksrad. Wir ziehen dafür jetzt den Drachen. Bro, warum habe ich den freigelassen? Warum habe ich den freigelassen? Ich check's nicht, Leute.
Oh, ich check's nicht. Ist egal. Ich werde jetzt so lange ziehen, bis ich nochmal ziehe. Und wisst ihr was? Wir kaufen uns jetzt Lack hier. Reicht mir. So, wir gehen in den Shop rein. Jetzt reicht's. Boost, Spielplatz. So, hier. So, wir holen uns Lack einmal. Also Lack, dass wir eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, Haustiere zu bekommen. Dann holen wir uns, dass wir verdoppelt die Snacks, die hier. Verdoppeln die Snacks, Leute. Bekommen wir nämlich mehr Snacks, wenn wir Haustiere freilassen. Dann kaufen wir uns noch Superlack einmal dazu. So, Superlack. Zackig, Leute. Und dann kaufen wir uns... Ach, ich dreh schon wieder durch. Mir geht's schon wieder nicht gut, Leute. 1500 Robux für Ultralack. Aber ich habe euch gesagt, wir ziehen es nochmal. Und ich werde es upgraden. Es reicht mir. Ich hab's euch gesagt. So, zack. Rein da. Ja, mal gucken, wie lange wir brauchen, bis wir es jetzt ziehen. Ich habe alle Boosts am Start. Ich habe alles angemacht. Ultralack. Alles drum. Ja, okay. Die ist kein Ding. Ist kein Ding. Ah, ey, was? Wenn man hier weggeht, fängt das wieder von vorne an. Warum kriege ich denn jetzt so eine schlechten Pets? Das kann auch nicht sein. Das ist doch auch Schiebung hier. Ey, warte mal. So, wir kriegen... Ach so, das ist das hier. Hier seht ihr nochmal unser Robux-Pad, das wir hier bekommen haben. Das Ding ist, guck mal. Nee, hä? Fängt gar nicht von vorne wieder an. Da haben wir ihn wieder. Und dann werden wir erstmal beste Ausrüsten machen. Hier ist er mal 31. Boah, wie cool sieht bitte das Pad aus. Das sieht aus wie ein Pokémon, Leute. Ey, feiere ich ja unnormal. Ohne Spaß jetzt. Dann haben wir hier die, können wir auch verbessern. Das will ich gerne verbessern hier. Aber wir können es immer noch nicht verbessern. Wir müssen halt immer freilassen. So, zack. Entsperrte, zack. Und freilassen. Boom. Was haben wir jetzt bekommen? Hä? Nein. Ich will das nicht freilassen. Ich will es verbessern, Bro. Oh, habt ihr gesehen? Weil der Knopf zum Freilassen, wenn ich hier drauf drücke, dann lässt er ihn... Das ist ganz komisch gemacht, Leute. Ich sage euch ehrlich, das ist bestimmt schon ultra vielen Leuten passiert. Ja, aber gut, egal, wir können weiter aufmachen. Gibt es hier eigentlich auch seltene Haustiere? Weil ich habe irgendwie... Guck mal, wir haben schon so viele Münzen. 1,4T. Und die Pets sind hier richtig günstig. Kosten nur 4,8B, was jetzt auch nicht so krass meiner Meinung nach ist. Ach, jetzt fängt es wieder von vorne an, ja. Wir müssten theoretisch einmal durchlaufen lassen. Multi. Boah, das kostet dreimal Opening. Kostet 699 Robux, aber... Ja gut, legendär haben wir ja schon. Ich sag mal so, dass ich würde es machen, dreimal Opening, wenn wir das Mythische bekommen. Aber das Mythische... Wir kriegen ein legendäres bei 150 Openings. Könnte man machen, dann haben wir zwei. Aber ich würde sagen, wir ziehen jetzt erstmal so normal. Weil das Mythische könnte natürlich auch so in der Dings drin sein. Im Ei. So, hier. 0,68% ist jetzt auch nicht so übertrieben viel, dass man jetzt sagt, ja, ist... Ach, ich habe was vergessen, was wir nebenbei machen müssen. Nebenbei müssen wir natürlich die Pickaxe laufen lassen, dass wir mehr Power kriegen und dadurch auch schneller abbauen. So, können wir... Wir können... Warte mal. Nee, wir können die nicht verbessern. Aber wir können wieder Pets freilassen und durch das Freilassen bekommen wir mehr Punkte und dann können wir halt auch upgraden, was halt extrem gut ist. Also jetzt machen wir alles doppelt. Gut, ich mache jetzt noch ein paar Eier auf und dann würde ich sagen, werden wir auch direkt weitermachen und uns weiter runterbauen. Und wir müssen ja noch ein paar Münzen alles drum und dran sammeln. Okay, hat nicht. So, wir müssen ja auch ein bisschen die Ressourcen einsammeln. Ich mache jetzt wie immer den Autoklicker an, weil mit Autoklicker geht das nämlich deutlich zackiger hier. Und guck mal hier, ich muss hier überall nur einmal rauftippen. Alles ist One-Hit. Alles One-Hit, außer diese... Oha, was war das? Oh, wir haben Boost bekommen. Boost bekommen ist gut. Da müssen wir jetzt hier schön die Kisten aufmachen. Schön. Oh, guck mal hier, schön alles wegmeinen, Leute. Schön auch hier die Ressourcen mitnehmen. Weil, was war das gerade? Ich bin aus Versehen hier, Leute. Das ist manchmal gefährlich mit dem Autoklicker. Weil manchmal macht man Sachen, die man eigentlich gar nicht machen will. So, wir gehen jetzt gleich, wie gesagt, zur nächsten Welt. Aber, also wir waren ja schon in der nächsten Welt gewesen. Wir waren ja insgesamt schon in der dritten Welt. Aber wir brauchen halt immer noch mehr, quasi mehr Gold und mehr Sachen müssen wir finden. Dass wir uns die nächste Welt freikaufen können, weil die ist schon ziemlich teuer. Und dafür eignen sich hier die Diamanten, die Kisten, wo richtig viel Gold drin ist.
Und wir können natürlich auch gleich nochmal hier den Kisteninhalt verkaufen, was uns dann auch nochmal einen guten Boost geben wird. So, ich werde mal ein bisschen gleich weiter runtergehen. Also wir gehen jetzt mal auf die 200er Meter Marke. Nämlich bei der 200er Meter Marke kommen seltenere Kisten. Und ihr werdet gleich auch sehen, boah, wie cool das eine Pet aussieht. Ich feiere das auch nochmal. Wenn wir gleich die seltenen Kisten haben. Stopp. Meine Pickaxe. Ah, Autoklicker aus. Meine Pickaxes sind voll. Können wir eigentlich alles schmelzen? Und diese Schmelzdinger brauchen wir nachher auch für Upgrades, alles drum und dran. Aber wir haben mehr als genug. Also, wir haben jetzt halt gerade die OP-Pickaxe. Das bringt halt irgendwie nichts, eine andere Pickaxe zu kaufen. Also, von daher können wir hier schön weiter schön die Ressourcen alle einsammeln. Boom, boom, boom. Und weiter runter geht's. 100, ja, zack. Runter geht's hier, Leute. Ich sage euch ehrlich. So, Leute, ich habe jetzt hier gerade ein bisschen eingesammelt. Wir gehen jetzt immer tiefer. Wir sind jetzt gleich auf 300 Meter runter. Und hier kommen nämlich auch diese anderen Kisten, die wirklich overpowered sind. Wir müssen mal warten. Die leuchten so richtig krass. Also man sieht schon, wenn hier diese OP-Kisten kommen. Aber ich denke mal, auch das, was wir gerade gesammelt haben, das müsste eigentlich locker ausreichen, dass wir uns die nächste Zone kaufen können. Nämlich, wir brauchen ja, glaube ich, 3T oder so dafür. Aber das, also, würde mich stark wundern, wenn es nicht reicht. So, einmal, guck mal, ah, das sind die Kisten hier. Oh mein Gott, ich mach die One-Hit. Ich mach diese Kisten One-Hit. Was? Was? Okay, das ist krass. Ihr seht halt, die müssen wir einsammeln. Und die müssen wir jetzt hier suchen in diesem Bereich. Das ist jetzt schon die dunkle Erde, die OP-Erde. Und wenn wir hier die Kisten sehen, ja, hier sind sie. Guck, zack, die Kiste mitnehmen. Die gibt nämlich richtig viel Münzen. Das gibt dreimal so viel Münzen wie die anderen. Oh, jetzt haben wir noch einen Boost, Leute. Sehr gut. Ja, jetzt ist eh vorbei. Guck mal, wie viel Münzen wir jetzt machen nebenbei. Wir haben jetzt schon 2,69T. Ach, du grüne Neune. Hier ist auch noch eine Kiste. Alles One-Hit. Meine Pickaxe ist halt so stark. Aber das ist halt echt so. Bei manchen Simulatoren sind die Roblox-Sachen so overpowered, dass man halt so schnell durchdreht wie ich hier. So, die Kiste noch hier mitnehmen. Bitte einmal die mitnehmen. Zack, zack, zack. Ja, jetzt guck mal. Das Ding ist, wir können jetzt schon in die nächste Welt gehen. Ich baue jetzt einfach straight runter. Und wir sind gleich der Erste. Was? Wir sind der Erste von der Lobby in der neuen Welt. Stark, 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 stark. Ich werde hier alles freischalten. 4, Dings, 3T. Boom. Snow World. Frozen Mine. Wow. Frozen Mine. Okay. Okay, wir können jetzt hier noch verkaufen. Und zwar, wir haben ja immer so... Ja, im Rucksack haben wir irgendwie immer noch so Blockdinger. Zack, einmal verkaufen. Und 5,53T. 5. Shiny! Nein. Man kann seine Pets shiny machen. Boah, guck mal hier. Ich mach mal. 50%! 50%! Nein! Nein! Oh mein Gott, nein! Risiko, 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 ich guck nicht, Risiko, Risiko. Leute, das war ja mal wieder nichts gewesen. Nein. 180T? Was sind das für OP-Pads? Was sind das für OP-Pads? Ich muss hier einmal, nein, das ist jetzt gar nicht gut. Ich muss Glücksrad, Glücksrad, Glücksrad. Was kann ich Glücksrad kriegen? 40p! Oh, gib mir bitte Dings. Gib mir bitte Dings. Ich brauche Münzen. Ich brauche einmal Münzen. Komm. Kein Trank! Pet! Oh, ich dachte gerade. Herz, 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 Leute. Ich dachte gerade wirklich, Pet kommt kurzer Zeit. Pet! Oh. Bro. Einmal ein bisschen weiter drehen. So, so, weiter drehen. Pet. Ey, bitte gib mir doch nicht immer diesen Trank. Ich brauch den nicht. Manno. Ja, wieder den Trank, Alter. Das ist doch nicht mehr normal. Was hat der denn für eine Wahrscheinlichkeit? Radbelohnung. Zweimal Schadens-Event. Ja, wow. 13% und wir kriegen ihn die ganze Zeit, ey. Komm, einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Ich kaufe nochmal. Sag ich dir ehrlich, ist egal. Ich kaufe nochmal. Ey, das gibt's wirklich nicht. Ey, diese Tränke bringen halt gar nichts. Okay, ich muss mal kurz gucken. Ja. Bro, was? Leute, wir sind halt immer noch viel zu stark, ne?
Und es gibt gefrorenes Paket. Gefrorenes. Leute, diese Pickaxe macht mal 12.000. Die neue Pickaxe im Shop macht mal 1,1 Millionen. Muss ich kaufen. Lasst jetzt ein Like und ein Abo da. Ich warte erst. Liken, abonnieren und ich kaufe. 3, 2, 1, okay. Ihr habt's gemacht, danke. Kuss für den Support. Wir machen's. Gar kein Problem. Goldene Krabby. Wir gucken zuerst das Pet an. Mal 300. Mein letztes Robux-Pet macht mal 48. Mal 48, das macht mal 300. Mythisch. Ausrüsten. Das muss ich mal sperren, Leute. Die Pickaxe kurz einmal sperren. Warte mal. Alle sperren. Nee, die wird gesperrt. Nee, hä? Wie kann ich die sperren? Ich muss die sperren. Okay, ist gesperrt, dass ich die nicht aus Versehen verkaufe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und wir können jetzt hier öffnen. Wir können öffnen. Krabby, okay. Die normale Krabby. Keine mythische Krabby. Ich muss einmal mythisch ziehen. Ich will noch ein mythisches Pet aus dem Ei ziehen. Ich muss jetzt ein bisschen ausrüsten. Ich würde gerne eins shiny machen. Ich will wissen, wollen wir eins shiny... Duckling! Bro, das sieht so heftig aus. Wie stark ist der? 113? Was? Ist das eine süße Ente? Geil, Leute. Geil. Junge. Wenn das Lotti sehen würde... Die würde erstmal durchdrehen bei Duckling. Aber ich bin sauer auf Lotti. Die hat mich nämlich vorhin genervt, Leute. Nämlich Lotti, ihr müsst wissen, das ist nämlich, Lotti dreht manchmal ein bisschen durch, dann sitzt die einfach, die sitzt einen Meter weiter weg, ne? Guck mal, ich streichel die ganze Zeit, dann sitzt die einen Meter weiter weg. Und dann, also dann quiekt die so rum, dass ich zu der komme. Und die den ganzen Tag, also Lotti will den ganzen Tag immer nur gestreichelt werden. Ich könnte theoretisch fast gar nicht aufnehmen. Ganz crazy. Und dann, zack, will, also ich sag euch, Lotti 24/7 gestreichelt werden. Das ist echt so ein süßer Hund. Aber das Problem ist, wenn ich Lotti den ganzen Tag streicheln würde, dann könnte ich ja gar kein Futter für Lotti verdienen. Das wäre halt auch nicht so gut. Deswegen muss man da immer Kompromisse meiner Meinung nach finden. Aber dann gehe ich meistens mal raus mit ihr spielen. Zack, dann rennt die immer, dann rennen wir immer rum. Zack, zack, zack. Und dann schläft sie auch meistens. Aber manchmal ärgert sie mich ein bisschen. Da wäre ich sauer. Sag ich mal, Lotti, nerv nicht. Und dann guckt sie mal so. Naja, lange Geschichte, kurzer Sinn, Leute. Ihr wisst, wie es ist. Aber man liebt sie doch trotzdem, die Hundis. So, jetzt haben wir aber hier keine Hundis, sondern die Puffy haben wir hier. Duckling. Und ich würde jetzt mal die Krabby auf glänzend machen. 100% Wahrscheinlichkeit. Ich will mal gucken, wie es aussieht und wie stark die werden. Einmal hier, zack, Glückwunsch. Krabby, nein. Oh doch, was? So stark? So stark? Oh mein Gott. Warte mal, ist das die hier? Guck mal, wie cool Krabby aussieht. Die leuchtet richtig so. Bro, wer ist er denn? Was willst du denn hier? Ist das ein Fan? Nee. Ich wollte dir gleich eine hier. Ich hau dir eine hier. Bop, 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 bop. Kriegst du eine auf den Deckel hier. So ist es. Okay, Leute. Ja, guck mal, alles One-Hit. Ich sag euch ehrlich, alles One-Hit. Alles One-Hit. Wir können direkt weiter runtergehen. Wir haben heute auch, ich muss ehrlich sagen, wir haben heute nicht sonderlich viel Tiefe bisher geschafft. Aber wir müssen... jetzt so weiter runtergehen. Ich mache jetzt hier, guck mal, Autopicker an. Das läuft. Wir gehen runter. Keine Panik auf der Titanic. Neue Spitzhacke. Interessiert uns nicht. Ich muss nur gleich, es wird gleich wieder OP-Kisten geben. Und die müssen wir mitnehmen. Ganz, ganz wichtig. Und jetzt kriegen wir hier noch, das ist halt, wir machen alles, wir sind halt so stark, wir machen alles One-Hit. Was? Okay, warte, hier müssen wir bleiben. Guckt euch das an. Bro, das sind, guck mal, wie lange wir hierfür brauchen. Wir brauchen schon ein paar...
Klicks für diese starke Kiste. Die müssen wir jetzt mitnehmen, weil die bringt richtig viel Coins. Und auch Inhalt. Deswegen müssen wir hier, die hier, guck mal hier, gefrorene Truhe. Bro, die ist aber echt heftig. Oh mein Gott. 360p. Wir haben 3,84p. Aber das Ding ist, ich muss mal kurz hier zum Minecart gehen. Und zwar, wir müssen hier weiterhin. Ich bin aus Versehen, irgendein anderer Typ muss da runtergegangen sein. Guck mal hier. Oh, was? Hä, das wusste ich gar nicht. Guck mal, man kann sich mit dem Minecart direkt in so ein... Oh, ja. Guck mal hier. Was wir jetzt machen, Leute. Wir können jetzt hier die ganze Zeit schön die Kisten aufmachen. Und ich kann ja gleich noch zum Wiedergeburt. Ja, eigentlich bräuchte ich nichts machen. Ich überlege, möchtest du Wiedergeburt werden? Der Abbaukraft und Münzen werden zurückgesetzt. Münzen werden zurückgesetzt? Nee, das macht keinen Sinn gerade. Das müssen wir erst, also wir sind eh stark genug, da wir alles One-Hit machen. Das lohnt sich erst, wenn wir in der nächsten Welt sind. So, ich würde sagen, dass das mal hier ein bisschen schneller funktioniert, werden wir uns jetzt erstmal Dings holen, doppelte Münzen. Zack, zweimal so viel Münzen. Das ist sehr, sehr wichtig. Boom. Dann gehen wir in den Boost rein. Boost haben wir eigentlich schon. Und nutzen zweimal Kraftboost, Superglücksboost und zack, der Boost noch, Leute. Und jetzt geht es hier schon deutlich schneller voran mit den Münzen. Wir brauchen halt einfach nur mal wieder hier ein paar Kisten. Guck mal hier, eine Kiste gibt jetzt schon 2p. Ja, gut, okay, vorbei. Also ich sage euch ehrlich, Leute, ich werde jetzt hier noch ein bisschen Dings einsammeln. Also ich werde jetzt hier noch ein bisschen alles kaputt... Warte mal. Nein, ich habe einen Plan. Ich glaube, wir könnten die ganze Mine zum Zusammenbruch bringen. Überlegt mal, ich hau hier alles kaputt. Alles in so einen Streifen wie bei Roblox und dann geht alles, bricht alles zusammen. Das wäre auch unnormal krank, glaube ich. So, hier nochmal kurz Dings hier. Nehmen wir schön mit hier. Boah, gut, ich werde jetzt noch ein paar Münzen sammeln, dann werde ich euch gleich auch upgraden hier. Leute, guck mal, was ich gemacht habe. Ich habe hier einfach in der Mitte so einfach so ein Loch gehauen. Voll nice. Das Ding ist, wir haben jetzt mehr als genug. Ich kann wieder runtergehen. Oh mein Gott, hier sind noch richtig viele Kisten. Ich hoffe... Oh, guck mal, wie viel... Was? Das sind noch... Was? Es gibt noch stärkere Truhen. Die gefrorenen Truhen. Nein. Wir haben die ganze Zeit, glaube ich, die falschen Truhen abgebaut. Diese gefrorenen Truhen sind ja absolut stark. Die sind ja auf dem letzten Meter gewesen. So, wir sind da. Und was? 360p. Ich habe gerade mal 160p. Wartet mal, wartet mal. Ich schmelze jetzt erstmal hier alles. Alles geschmelzt. Und ich werde jetzt zum Verkauf gehen. Also wenn ich jetzt nicht... Das kann nicht sein. Und 200p erst. Alter, die neue Welt ist ja absolut crazy. Wir haben aber hier Rad-Event. Zack, zack. Können wir direkt noch ein paar Sachen mitnehmen. Das ist wirklich sehr, sehr crazy. Das heißt, wir müssen weiter... Warte mal, ich muss zum Minecart gehen. Wir müssen eigentlich hier zu diesen Dingern teleportieren. Ich glaube, hier waren wir gerade gewesen. Ach nee, warte mal, wir müssen weiter runter. Wir müssen noch weiter runter. Wir sind ja schon viel weiter unten. Okay, jetzt sind wir hier wieder in der Schneewelt und hier muss ich zum Minecart gehen. Oder ich muss die Haustiere scheinen. Ich check's auch nicht. Also das ist wirklich... Ah, okay, das hier geht... Ah, okay. Ich muss hier erstmal weiter runtergehen. Ach, das Minecart muss ich benutzen. Ich weiß auch nicht. Also wir müssen hier auf Teleport. Okay, wir müssen hier auf diese gefrorenen Truhen gehen. Das war ich nämlich gerade nicht... Doch, hä, hier waren wir doch gerade. Was? Was? Leute, ich check's nicht. Wie viel P machen die? Ah, okay, die machen echt viel P. Die brauchen ja Dingsbums, 600 oder so. Ja, gut, da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen farmen, Leute. Das wird jetzt noch ein bisschen dauern. Ich mach das mal einmal, weil ich auf jeden Fall in die nächste Welt reingehe. Also Ziel ist es ja auf jeden Fall, bis zum letzten Punkt zu kommen. Im kompletten Simulator, da werden wir auf jeden Fall noch einige Folgen brauchen. Aber wenn ihr natürlich supportet und das feiert...
können wir das ohne Probleme machen. Wir sehen uns gleich, wenn ich genug Coins habe. So, ging doch relativ schnell, als ich gedacht habe. Wir sind jetzt hier und ich kann mir jetzt hier die nächste Welt freikaufen. Warte mal, hier, zack, bestätigen. Und jetzt sind wir in der Lava-Welt und hier gibt es einfach einen Lavadrachen. Oh mein Gott, wartet mal. Es gibt ein Lavaschwert. Es gibt ein Lavaschwert. Okay, ich verkaufe jetzt nochmal hier alles. Zack, so, verkaufen. Shop-Rucksack brauchen wir nicht. Wir haben jetzt 255p. Leute, ich sag mal so. Wenn ihr jetzt ein Like und ein Abo da lässt, dann werde ich hier mir das Lava-Paket in der nächsten Folge verkaufen. Ich hoffe, ihr habt Bock. Das kostet sonst 3.199 Robux. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Das war's gewesen. Tschüss, bitte!